Hier ist wieder Cornelia Bersch-Kämmerer mit der 2-Minuten-Stadtführung. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute hier auf der Insel Maau. Das ist eine Insel gegenüber der Stadt Mainz, die heute zum Hessischen gehört, zu Mainz-Kastell. Und hier auf der Insel Maau gab es 1184 den Hoftag von Kaiser Barbarossa. Er fand hier statt. Man sagt, 40, vielleicht auch 70.000 Teilnehmer sind hier erschienen. Aus Italien, Frankreich, England, Spanien. Es gab Minnesänger, es gab Reiterfeste, Ritterturniere. Und es wurden hölzerne Vorratshäuser aufgeschlagen, gefüllt mit Lebensmitteln, Wein aus dem Rheingau. Und eine riesige Zeltstadt wurde aufgebaut. Während dieser Veranstaltung wurde natürlich auch der Sohn von Barbarossa zum Ritter geschlagen. Dieses Schwert wurde im Gottesdienst an Pfingsten vom Erzbischof geweiht und damit wurde er zum Ritter geschlagen. Man nennt das die Schwertleite. Das Fest endete leider abrupt an Pfingstmontag mit einem sehr schweren Unwetter. Viele Bäume stürzten um auf diese hölzerne Pfalz. 15 Personen starben und damit war dieses Fest abrupt beendet. Ich stehe heute hier am Denkmal, was 800 Jahre später von Lehrlingen der Mainzer Bildhauerinnung angefertigt wurde. Und man sieht ganz toll Kaiser Barbarossa mit den Reichsinsignien, dem Reichsapfel, dem Zepter und der Krone. Und links und rechts um dieses Denkmal herum sind seine Söhne dargestellt. Heinrich der VI., den er hier zum Ritter geschlagen hat und später auch noch hier Konrad von Schwaben, der danach kam. Ja, und wenn Sie mehr über Barbarossa oder den Dom und der Schwertleite erfahren möchten, dann erzähle ich Ihnen das bei einer großen Stadtführung im Mainzer Dom.